geht ab, Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist mal wieder soweit, ein Stadion-Vlog. Haben wir jetzt ein bisschen länger nicht. Es ist mal wieder Champions-League-Zeit. Es spielt Bayern gegen Galatasaray. Boah, ich habe sehr viel Bock auf das Spiel, Freunde. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich einer türkischen Mannschaft live zusehe. Ich will irgendwann mal auch nach in die Türkei und mir da vor Ort nochmal ein Spiel angucken. Ich glaube, es ist nochmal anders. Aber ich glaube, heute wird die Stimmung auch sehr geil. Lasst gerne ein Like da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Es fehlen nur noch, ich glaube, 5000 Abos. Dann haben wir die 1,3 Millionen. Also an alle, die jetzt noch kein Abo da gelassen haben, kurz auf Video stoppen. Abo da lassen, Like da lassen. Die nächsten Videos werden sehr, sehr geil. Es kommen coole Videos auf euch zu. Liebe geht raus. Und ich habe übrigens zwei Karten gehabt. Mit der einen, die eine habe ich Haki gegeben. Haki, der mich während mein Kreuzbandrisses hier supportet habe. Er ist Gala und Fan. Den werdet ihr auch gleich sehen. Wir treffen uns nachher noch mit Anton und Willi und ich glaube, Musti ist auch dabei. Wir werden generell so ein paar Leute sehen. Wir haben die Karten von der Adidas, also von Adidas bekommen, mit der Botschafter. Dankeschön für den Support. Ich versuche extra nicht so ein langes Intro zu machen. Und ja, ich gehe jetzt ins Stadion oder auf dem Weg dahin. Nehmt euch ein bisschen mit. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal. 5000 noch, dann haben wir die 1,3 Millionen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, ich bin jetzt in München angekommen. Guckt ihn euch an. Der Mann ist Gala und Fan. Delay Sports. Physios, Alex, für wen bist du? Für die Bayern heute. Für Bayern? Ja. Ich bin auch für Bayern, sonst kann ich mir was anhören. Und er ist Gala und Fan. Gala und Fan. Ich glaube aber auch, dass Bayern das heute macht. Wir sind jetzt im Auto und fahren jetzt kurz zum Hotel. Da muss ich ein paar Sachen kurz ablegen und dann gehen wir auch schon ins Stadion. Wir sind wieder in der Adidas-Loge, Liebe geht raus, dass wir da wieder Tickets bekommen haben. Wie gesagt, Haki habe ich eine meiner Karten gegeben, weil der Mann ist Bayern und Gala-Fan. Aber er hat heute Gala verkauft an die türkische Community. Er hat euch verkauft. Wie schön sieht es hier aus? Man denkt, man ist hier gerade in L.A. irgendwo, oder? Wir sind doch in L.A., oder? Was ist das für ein krasser Sonnenuntergang? Guck mal, wie das hier aussieht. So, da ist das Stadion. Man muss schon sagen, das ist von außen schon sehr geil mit diesem roten und allein, ich weiß gar nicht, wie das so aufgemacht ist, aber das sieht schon wirklich stark aus, muss man so sagen. Guckt euch an, was bei Anton, er war beim Marienplatz, oder wie das heißt? Ja, das war hier ganz sicher. Da wird es, glaube ich, heute abgehen. So, weil ich nie Akku habe, perfekt, hat mir Haki so ein Ding hier geschenkt. Das macht man dann hier ran, zack. Ne? So, klappt, geht. Gerade hat es geklappt. Zack, und jetzt ist es dran. Und ich glaube, vorhin hat es geklappt. Vorhin hat es aber geklappt. Na, du die große Nachricht. Ne, vorhin hat es. Du hast mir ein Fake geschenkt. Ey, warte. Ein Fake geschenkt. Ah, jetzt lädt's. Da oben lädt's. Stark. Stark, 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 stark. Dankeschön, Haki, lieber. Gerne, gerne. Der Mann hat mich wieder fit gemacht. Und Alex ist aber auch ein super Mann. Bilal, du machst Bilal gut fit, ne? Ich sehe, dass du auf jeden Fall bei ihm warst. Wie macht er sich? Ihr macht beide Bilal, ne? Aktuell ist Haki bei ihm. Ja, wir machen so gesplittet, so wie es passt. Dori verletzt, Alex verletzt, Dada verletzt, Luca verletzt. Timo verletzt, alle verletzt. Michael verletzt? Kann das alles nicht. Wenn ihr das seht, ist Donnerstag, da wir spielen am Sonntag gegen den letzten Platz. Ich glaube, Sydney kommt wieder zurück. Wir spielen gegen den letzten. Also bei aller Liebe. Da brauchen wir mal wieder ein gutes Spiel. Letztes Spiel war 1-0 gegen Polonia. Die sind 12. in der Kreisliga B. Haben wir uns da einen abgeekelt. Kann das alles nicht. Wenn ihr das seht, Delay Sportspieler, braucht da wirklich mal langsam was. Sogar auf meinem Kanal. Wir fahren jetzt zum Spiel, also ins Stadion. Die waren noch beim Hotel. Und wir fahren jetzt zum Stadion. Ich glaube, Musti, Koray, Willi sind auch da. Ja, ich weiß aber nicht ganz genau, wo die sitzen. Willi sitzt bei mir, das weiß ich, und wir essen da jetzt ein bisschen was. Die Lounge ist ganz geil, die zeige ich euch auch nochmal. Und ja. Und wenn wir schon beim Thema sind, was ist das hier eigentlich für eine Scheiße, Mustafa? Bitte. Was der mir heute schon wieder geschrieben hat, ne? Hier, guck mal hier. Bist ja schon in München, darfst du Icardi und so sehen? Ja, der wollte Trikot geben. Soll ich ihm was sagen? So, ich dachte, der checkt es mit Ironie. Sag ihm, ich liebe ihn. Noch was? Grüß-Video für mich. Aber der meint es ernst, ist das Problem, meine lieben Freunde. Das ist nicht so, dass er die Ironie checkt. Der ist einfach verloren. Der ist verloren. Hier ist überall Polizei. Hier ist wahrscheinlich auch so sicherheitstechnisch wahrscheinlich allerhöchste Eisenbahn. War auch richtig voll alles. Um 19 Uhr. Überleg mal, wir sind 2 Stunden vor Spielbeginn jetzt schon hier und ist trotzdem alles voll voll. Was ist denn hier los? Schönes Stadion, sagst du? Unglaublich. Guck dir das mal an, wie es leuchtet. Entschuldigung, S0, weiter geradeaus, wa? Ja. Ja, super, danke. So, wir sind jetzt hier im Stadion. Wir müssen aber hier warten, aus Sicherheitsgründen, weil hier sonst so ein Stau passiert. Verrückt. So, wir sind jetzt in der Loge, bei den Logen.
Hier ist auch immer cool. Wir haben beide Hunger. Wir holen uns jetzt auch was zu essen ein. Hier, willst du dich abschießen? Ich bin Elia. Yes. Leute, Kalle hat es geschafft. Vom Mannesstar jetzt ins Stadion. Kalle hat eine Bar bekommen. Kalles Bar. So, vielleicht mal ganz interessant für die Leute, wie das so aussieht. Kommt man hier so rein. Und dann hat man hier so einen, ja, so einen Bereich für sich. Das ist schon ganz geil. Zack, kann man sich hier ein bisschen was zu trinken bestellen. Anscheinend auch ein bisschen ins Glas gucken, so wie ich es verstanden habe. Der Herr Botschafter. Der Herr Botschafter. Verbotschaftet. Ja, ihr Arbeitskollegen. Und dann kannst du hier dich hinhocken und von hier dir das Spiel angucken. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Geil, 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 geil. Geht weit, ja, geht. Ich dachte, letztes Mal war schon geil, aber was ist das? Wo saßen wir letztes Mal? Da unten, ne? Da unten. Unter denen sogar. Aber ich glaube, wir können auch eins nach unten. Sollen wir mal da essen? Ich habe voll Hunger, ey. Wir gehen mal eins runter und essen ein bisschen. Digga, was machst du hier? Ich servier dir Essen. Was gibt's hier so? Es gibt Curry, Reis, Bohnen. Das habe ich gerade ein bisschen kaputt gemacht. So Kartoffelgratin. Oh. Hast du die kaputt gemacht? Kartoffelgratin. Und Nudeln. Mit was sind die Nudeln? Mit Pilzen und so Sahnesoße, ne? Ja. Ja, genau. Geil. Geil. Hi. Ah, super Hoodie. Stark. Beste. Willst du ein Bild? Ja, kann ich ein Bild. Wie viel spielen sie heute? Sagen wir erstmal, wie viel sie spielen. Ich sag 3-1. Für Bayern? Ja. Und ihr? 4-1 Bayern. Ja. 3-0 Bayern. 3-0? 3-0 Bayern. Okay. Rosa gebratenes Rinderfilet. Das sieht auch wahnsinnig gut aus. Mit Kartoffelgratin. Ich glaube, ich kann denen sagen, ob wir mir 2 Stückchen geben. Ich glaube aber, die machen es nicht. Ich frage einen von denen, der sieht verwirkt aus, der Rechte. Der Rechte sieht verwirkt aus. So, das ist das Produkt. Sieht schon sehr geil aus, muss man sagen. Ne? Willi ist hier, glaube ich, auch irgendwo. Ich rufe ihn mal gleich an. Und dann genießen wir den Tag. Es ist wirklich cool hier. Liebe geht raus an Adidas. So, ich will mal hier so ein bisschen mit. Hier sind wir in dieser normalen VIP-Area. Die ist auch richtig cool. Da waren wir letztes Mal. Wir gehen jetzt mal zur Adidas Audi Lounge. Mal gucken, ob wir da reinkommen. Wir geben mal unser Bestes. Guck jetzt hinter mir, Jürgen Bürger. Hey. Ja. Willst was geht sagen? Ab, Jungs? Abonniert alle. Polen auf die Einziger. Ich bin Pole, Bruder. Polen, dzień dobry. Dzień dobry, Bruder. Kannst du Polnisch? Ich kann Slotis. Sag mal, mach mal ein Foto. Ja. Ein Macher bist du schön. Ein Macher? Sehr gut. Mach mal ein Foto. Ja, Digga, ich bin hier eine Sekunde drin. Alles kommt direkt. Icardi Hedwig? So, jetzt sind wir in der Adidas Audi Loge. Das ist auch geil hier. Also für alle, vielleicht ist mal interessant, was es so für Ebenen gibt für die Leute, die mal über. Genau hier war Giovanni Alba. Hier hast du ein Bild mit ihm. Vielleicht jetzt mal einblenden, die Stelle, wo das letzte Mal war. So, for our English guest, I'm very happy. Er ist glücklich. Ja, er ist froh, dass er mit dir ein Bild gemacht hat. Übertrieben. Das war wirklich cool. Jetzt hier überall mal was zu snacken, ein bisschen was zu trinken. So, jetzt Part 2. Nochmal woanders essen. Das gleiche, aber nochmal woanders. Super. Mhm. So, wir sind voll gegessen und chillen uns jetzt hier hin. Hey, ein bisschen übers Leben. Ja. Prediction von mir, ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. Prediction von mir, ich sage, Bayern gewinnt den Lachs hier. Ich sag, die gewinnt 3-1. Ich sag, Bayern gewinnt 3-1. So, wir haben auch die Aufstellungen. Icardi spielt. Atulucu, Ziyech und Zaha. Boah, stark Offensive, seid ehrlich. Bei Bayern Kane, Musiala, Sané, Coman, Kimmich, Goretzka, Kim, Upamecano, Davis, Masraoui, Neuer. Neuer spielt. Du hast gesagt, Neuer spielt nicht. Das stand so. Neuer spielt von Anfang an. Wirklich? Ja. Neuer spielt von Anfang an. Ja. Wir haben so gerade, ich schwör's dir, ich weiß nicht, wie viele Gala-Fans hier sind. Hier sind die Gala-Fans, aber die haben sogar eine Durchsage gemacht. Es war so laut, als die Gala-Tasserei gesagt haben. Und hier sind halt auch richtig viele, die Jungs sind auch Gala-Fans. Die haben so, die sind auch Gala-Fans. Hier gibt es richtig viele. Ich glaube wirklich, das könnte heute krass. Also Stimmung wird top. Letztes Spiel fand ich sehr, sehr geil. Da haben wir eine Watchparty von gemacht. Und da fand ich es so krass, wie offensiv Gala gespielt hat. Und dass sie so lange ausgehalten haben. Ich glaube, heute werden sie aber nicht ganz so viel Risiko gehen. Weil hier heim ist nochmal eine andere Nummer. Aber man weiß nie. Oh, guckt euch den Lachs an, mein Geschäftspartner, Toni Kroos. Wenn Real heute gewinnt, meine lieben Freunde, dann gibt es nämlich Achtelfinale. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, jetzt nochmal rein einblenden. Falls Real heute gewinnen sollte,
dann sind sie im Achtelfinale und dann können wir 2 Achtelfinaltickets verlosen mit Hotelkosten, die übernommen werden, Flugkosten, die übernommen werden in Madrid für die Icon League, Freunde. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Toni Kroos und ich haben zusammen ein Unternehmen gegründet. So eine Fußballliga habe ich schon alles eigentlich erklärt gehabt. Auf Insta könnt ihr gerne vorbeischauen. Da läuft gerade ein Gewinnspiel. Wir haben schon fast die 200.000 Follower geknackt nach einem Tag. Nach einem Tag 200.000 Follower, völlig krass. Falls ihr da noch kein Follower da gelassen habt, dort gerne auch mal reinfolgen. Wie gesagt, ihr könnt da unter anderem 2 Champions League Karten gewinnen mit Hotel, alles etc. pp. Und 5 unterschriebene Real Madrid Trikots, 5 unterschriebene Delay Trikots und 5 PlayStation 5. Viel Spaß, Liebe. Gala Spieler kommt raus und dann wird gepfiffen. Hier gibt es nämlich eine Revanche. Hier gibt es eine Revanche. Hier gibt es eine Revanche. Aber die feiern ihre Spieler. Sag mal nochmal, was haben die gerade gesagt? Alle mit Kölle geliebt. Was heißt das? Also von der Welt, der Präsident, die Besten kommt in der Grundkarte. Galatasaray. Aber heute Bayern. Ist zwiegespalten, der war ziemlich auch Galatasaray. Sorry. Mann, Digga. Was hast du hier angeschleppt? Oh, der ist wavy unterwegs. Der hat mir gesagt, glaubst du, ich check heute eine Frau ab. Damals in St. Pauli habe ich auch eine abgecheckt. Warum? Wir werden heute wegen dir gehauen, du voller Idiot. Nein. Oh doch. Wie viele Tore macht die Kadi? Ich hab 2-1. 2-1, oder? Ich hatte ihm einen Doppelpack. Nee. Yeah. Der Mann hat einfach ein Delay-Pullover. Guckt euch an. Mit einem Delay-Pullover. Zeig's mir! Verwirrbacker! Alter! Dezember ziehe ich da ein. Ja, cool. Dann auch nicht so viel zu renovieren. Nur einrichten. Also es ist quasi wie neu, aber ja, Möbel. Ich bin den ganzen Tag schon mit dir. Lässt es dir schmecken, hä? Zweite Portion, neben Miss Hayat? Da ist noch Fleisch, da war kein Fleisch mehr. Neben Miss Hayat, hä? Auf zweite Portion, ich verstehe. Der hat heute Spiel, mein Bruder. Ist der dumm. Was sagst du dazu, Musi? Hat die Gala verkauft? Ich schwöre, verkauft der Gala? Er kommt auf die Bayern-Sache. Er sagt Bayern 5-0. Ich sag 3-1 Bayern. Ich sag 2-1 Gala. Ich bin auch Bayern-Fan, aber ich sag Gala 2-1. Du bist Bayern-Fan? Ja, hier neben den allen anderen. Ich hab Angst bis jetzt. 5-0. Leute. Digga, du hängst schon den ganzen Tag mit dir, ne? Ich habe kranke Aufnahmen. Also wirklich, knallt so heftig. Ich kann es mir vorstellen. Alter, hier, auch schaffen wir. Ich grüße alle Orte in dem Stadion, wo seid ihr wie Bayern? Die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern. Los.
Also Manu Neuer ist ein Jobwechsel, sagst du? Bruder, er war lange out. Letztes Spiel Saarbrücken auch. Druck, wir sind in seinem Kopf. Also bei 9, bei 10, 1 gegen 1 würdest du 9 reinmachen. Mindestens 8, 9 fällt. Das ist Kalle und das ist der Uli. Und beim Uli, den haben wir heute hier in der Champions League. Hätte es den Uli damals nicht gegeben, dann gäbe es auch kein Mir-Samir. Und das sage ich seit dem Tag 1. Fragen Kalle, fragen Uli, fragen jeden, der hier nach Minga kommt. Der Bayern ist Uli Hoeneß. Video. Bayern hat sich ein bisschen was, also die spielen anders. Die greifen die, die pressen die auch. Bayern frisst die. Also voll auf so Balleroberung vorne. Ich sag, aktuell gibt es. Ich schwöre, Boe, ohne Spaß jetzt bei Gott, ich schwöre auf mein Leben, für mich, Boe safe Top 3 RV. Sag auch. Oder ist verrückt. Beide machen sich gut, aber Bayern macht heute noch 5 Tore. Digga, warte mal, warum ist da Italien? Warum hast du Palermo als Hintergrund? Italiener? Was ist das für eine Scheiße? Hau rein, komm nochmal. Frag Luca, ich bin dein Cousin. Sehr peinlich. Und was hat Palermo damit zu tun, dass du Italiener bist? Da mach doch gleich noch Nudeln hin. Ich bin aus Palermo, aus Sizilien. Ich bin in Palermo geboren. Du bist aus Izmir und warst früher Animateur. Palermo. Oh. Jetzt, was sagst du so langsam? Bayern besser oder dritte, vierte gute Chance? Es steht 0-0, guck mal da oben. Davis hat die Geld. Ich schwöre, Davis hat die Geld. Rot, raus. Raus, Davis. Ja, rot. Was machen die da gerade, die Physios? Kühlen halt, einfach nur kühlen erstmal. Und ja, gucken, ob es ihm gut geht, Augentestungen und so machen. Dann, wie dann Urquart, Üstenbände, Öldebänder, Üsten, Üsten. Hier ist ein Bruch. Ohne Einwände. Siala hat sich hingesetzt. Auch nicht so schlimm, ist er so ein geiler Fußballer. Also wieder die Videos von Bayern. Starkes Vorbilder. Ja. Aber Wohlfahrt auf die 1. Mein Gott! Oh, scheiße. Flussi! Alter! Alter Schwede! Fazit zum Spiel bis jetzt, 45. Minute, ich schwör's dir, also Bayern hätte auf jeden Fall ein Tor machen können, Gala hätte aber auch selbst ein Tor machen können, gerade eben diese Chance. Es ist aber ein unterhaltsames 0-0, sagen wir es mal so, unterhaltsames 0-0. Was sagst du bis jetzt, Koray, Halbzeit? Bruder, ich sag dir ehrlich, wir sind wie Astronauts gekommen und wir werden das Spiel wie Astronauts verlassen. Halbzeit ist okay, aber am Ende, wenn der Hasen erzählt, 2-1 Gala oder 1-0. Okay, was sagst du? Nicht mehr 5-0, aber 3-0 ist drin. 3-0 ist drin. Halbzeit, Fazit. Ja, ist schon
offener Schlagabtausch. Bayern könnte mal eine Bude machen, aber Galla auch. Also bis jetzt 60-40 Galla. Wo ist denn? Galla verdient schon ein Jahr, oder? Guck mal, das gibt sogar hier auch. So dieser türkische Milchreis. Geil. Wer ist nochmal? Südlatsch? Südlatsch. 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 Nein. So, Halbzeit zu Ende. Geht los mit der zweiten Halbzeit. Oder die haben jetzt so geile Süßigkeiten gehabt. Wie heißt es? Zücek? Zücek. Oh! Oh! Bravo! Schau jetzt! Schau jetzt! Ich kann nicht mal Leo Tort öffnen, sondern das ist ein Kampf. Das ist echt, ne? Hey! 120 Millionen Lira! So! Mbappé. In der 88. Spiele. Und er kann ein wichtiges Spiel. Gegen Konya, Sivas, er macht nichts. Wichtige Spiele, Erster. Heute kann, morgen muss sie, heute. Vielleicht gelb-rot. Gelb-rot muss sie. Zweite Foul mit dem. Zweite. Er muss runter. Muss er. Der muss runter. Ich glaube abseits. Der zeigt mit den Fingern dahin, der ist immer noch nicht gecheckt. Der ist immer noch gecheckt. Schau mal. Weil die Icardi rausgenommen haben. Oder was passiert hier? Fick mich mit Türken! Türken holen raus! Vor Ort, Bruder! Was jetzt? Auf einmal doch, ne? Ah, genau, Tim. Oh mein Gott. So, Freunde, 2-0. Ich fand, Galla hat das phasenweise wirklich nicht schlecht gemacht. Aber am Ende hat sich Bayern halt durchgesetzt. Digga, Harry Kane ist so ein Macher. Warte mal, ich glaube, das ist 3-0. Oh mein Gott. Lol, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Also, Bayern hat es am Ende schon super gemacht. 2-0, damit sind sie weiter. Aber war ein unterhaltsames Spiel, Real Talk.
Ich hab dir gesagt, 2-0 hat ein Kollege von mir mal gesagt, das gefährlichste Ergebnis. Wie heißt der Kollege? Ja, dieser Kollege ist der, der immer redet. Bruder, gib uns noch 2 Minuten ab. Wallah, ich gib noch 2 Minuten. Einmal alles. Heute. 2 Minuten mehr, hab ich gesagt. Schnell zu Ende, Freunde. 2-1 gewonnen. Bayern 2-2, 2-2 nochmal. So, Mustafa, Fazit zum Spiel? Guck mal, ehrlich, Fazit? Ja. Guck mal, Bayern ist... Guck mal. Ja, ja. Ich hasse Bayern. Ich hasse die Spieler. Ja. Ich hasse allgemein den Verein. Ja. Die haben den Schiri gekauft. Ja. Ich weiß nicht, wie viel die bezahlt haben für den Schiri. Ja. Aber ich hasse Bayern einfach. War unverdient? Ja, unverdient. Ah, eine. Real 3-0 gewonnen. Toni Kroos hat's hinbekommen, die sind jetzt im Achtelfinale, das heißt, wir verlosen 2 Champions League Achtelfinal-Tickets, meine lieben Freunde. Ja, auf Insta, jetzt rübergehen, nochmal einblenden, da ist das Gewinnspiel. Es sind 2 Karten für das Champions League Achtelfinale. Für die Icon League, da müsst ihr reinfolgen bei YouTube, reinfolgen bei Insta. Bei Insta und YouTube, perfekt. Hier diskutieren die immer noch rum. Guck mal, ich sag doch. Gala gut gespielt, Bayern am Ende gewonnen, ein bisschen besser gewesen. Warum sagt man nicht? 1-1, okay. 2-1 gewonnen. Ihr übertreibt die sagen unverdient Schiri gekauft. Also sagt doch einfach, ey, ganz ehrlich, wir haben gut gespielt, Bayern gut gespielt, 2-1, okay? Wenn du Rekordmeister bist, Bundesliga, schon auf Chelsea, du bist gestartet im Verein. Und dann gegen Gala und so, wo es du nicht guckst, du sagst, Gala und so, und dann aber so spielst. Na, okay. Kelch, ne? Kelch. Gegen Köpfen sind das. Wir gehen gleich noch uns mit Anton treffen, gehen ein bisschen was essen, chillen. Ja, sehen wir uns dann später. Das Gala-Bus. Galatasaray-Bus. Jetzt oder nie. Korrei. Jetzt oder nie. Guck mal, wie die rennen. Ich hab die noch nie so reingesehen, außer als gab Döner umsonst oder so. Molo! Ja, ich weiß. Wie kommt jetzt? Adidas, Abi. Was soll ich denn klären, Digga? Was soll ich klären? Bitte klären. Was soll ich denn? Scheiß richtig laut, ich schrei mit dir. Moro! Hast du gehört? Ey, wir müssen vor. Hier ist Eingang, Musti. Wenn die herkommen, dann hier, weil hier ist Buseingang. Erwähnt. Weißt du. Sergio! Wer ist das? Zierst, ey! Hier, bitte! Oina! Bei denen! Oina! Sag mal, kann Eichan irgendwo? Kann Eichan, please! Er sagt please! Kann Eichan, please! Schreib mal Insta schnell, Musti. Hey, folgt mir Kahn nicht? Doch, folgt dir! Kahn folgt, oder? Mann, bitte klären was, oder bitte klären. Jeff, Fake-Nasen schon jetzt als Rüber. Kahn folgt! Ich sag, der kann euch klären, Eli. Aber der will nicht. Jello, bitte. Zeig im Bus, bitte. Ich bin 2-1. Ist das schon eingestiegen? Nein, ist noch nicht. Das sind 2 Spieler, bitte. Doch. Er geht Badewanne. Ich schreibe dir Kahn, bitte. Geh Badewanne, bitte. Der geht Badewanne, komm, Eli. Moro! Schickir! Den kann Eihan, ich glaube aber nicht, dass du das machst. Gut. Schreib Salamu Aleikum aber als erstes. Vorbus, bitte. Schreib auch ein bisschen Türkisch am Ende, ich liebe dich und er soll mit Mauro. Kannst du vor Bus kommen, wir stehen hier. Ja. Sag aber nicht ohne Mauro. Mit Mauro! Sag, er soll uns reinholen, bitte! Sag, er soll uns reinholen! Da ist er! Kahn!
schreien muss sie, Alter. Ja, ja. Na, hat er aber gesehen? Was kannst du kurz mit dem Bilder machen? Kannst du kurz mit dem machen? Können wir kurz rüber? Nein. Wir sind rüber. Mein Bus. Er sagt gar nicht. Warte. Kahn Ehrenmann in die Kommentare. Ich mach. Lächelt hin. Ja, wunderbar, das mach Screenshot. Das Einzelmann. Einmal. Top. Nächster. Musti. Ich kenn ihn. Kennst du mich? Kennst du mich? Musti lächeln. Okay, und ähnlich Dello. Chockgiesel. Kann ich auch noch, Bruder? Fabi. Ich hab dir gesagt, das klappt. Sag gerade auf Türkisch, kann ich nicht aber ich will nicht. Ich hab eine Frage. Warum kommt Willi nicht zu Galla? Ich weiß nicht, frag ihn, der ist da. Frag ihn ein bisschen. Kahn Eiern hat mir einen Handschlag gegeben und er hat damit Icardi berührt. Oh, Galla-Spieler kennt mich. Er sagt so, ich kenn dich. Ich sage doch, das klappt. Er folgt dir, Bruder. War doch klar, dass er sieht. Natürlich, du musst einfach schreiben. Klar, der kennt die Galla-Spieler. Und zwar, du hast Kuhle. Was hab ich dir gesagt? Das ist Rafael Leão. Ich schwöre, Bruder. Ich hab dir gesagt. Wer ist dieser Leo, wenn er Ronaldo holt, dass du nicht mal Eier nur in Karte holst? Du bist Jello, Bruder, bisschen selbstvertraut. Bisschen! Herr Katze, was ich glaube. Kommt zu mir! Erkennt mich! Icardi! Icardi, Icardi, Jungs! Jetzt, Icardi, besser wird's. Guckt euch diesen Ehrenmann an. Verfolge euch, wünsche das Beste. Wenn du Fotos schicken kannst, wäre cool. Mein Bruder feiert dich. Die will mir das nicht glauben. Digga, die würden uns das nicht glauben. Ich schicke dir gleich ein Bild. Vielen Dank, Liebe. Nein. Zeig. Nein. Nein. Bitte, Bruder, ich kann doch nein. Nicht. Nein. Das kann doch nicht sein. Kahn, voll, ich muss die. Guck mal, dein Chat, arme Mann, da war er nicht gefolgt bei ihm. Guck mal. Muss sie üff. Komm mal, Kopf an Kopf. Pässe weg. Komm mal, Kopf an Kopf. Du hast es geschafft, Mustafa. Du hast es geschafft. Weißt du, wer dich jetzt auch eventuell sieht? Mauro! So, wir sind jetzt hier noch im Café, essen ein bisschen was. Mussi, du hast Ronaldos Haare geschnitten. Oh mein Gott, er hat Ronaldos Haare geschnitten. Immer wenn ich deine Storys sehe, wie ist seine Haarqualität? Ja, guck mal, oh mein Gott, immer wenn ich deine Storys sehe, denke ich mir nur, ich schwöre auf alles, ich gönne dich. Gönnst du? Ich gönne Gesundheit, alles. Du wirst ihn bald auch treffen, warte. Ich hoffe, 100%. Warte ab, ich sag dir das. Der wird den jetzt. Ich glaub, das war ein Klaus. Ich versuche, ich bring uns beide rein in die Sauna. Ich wein. In die Sauna, ich bring uns in die Sauna. Mit dem Mann, der hat wahrscheinlich auch einen Vlog gemacht, könnt ihr gerne abchecken. Was sagst du zum Spiel? Ja, bis zur 80.00, ne? Also aus Gala-Sicht ein bisschen bitter, aber Bayern natürlich verdient. Auch ein geiles Spiel mit den Fans. Ja, wirklich so. Geiles Spiel. Auch so mit Absetztoren und so. Und die beiden können immer noch nicht glauben. Kimmich, 93, leg dich kurz hin, ne? Kurz vorher. So, Freunde, das war's mit dem Video. Bin jetzt wieder auf dem Hotelzimmer. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, lasst gerne mal ein Abo da, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Wie gesagt, noch 5.000 Abos. Dann haben wir die 1,3 Millionen. Also supportet das Ganze gerne. Tag hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War wirklich sehr cool. Und ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen zum Lachen bringen. Liebe geht raus. Lasst gerne ein Like da. Und auch mal einen Kommentar da lassen, wie ihr es fandet. Diese scheiß Spots, Digga. Ich kann die nicht mehr sehen. Wir müssen den Algorithmus mal wieder hier hochkloppen. Mit ein paar guten Kommentaren. Aber ich glaube, jetzt hat eh schon jeder abgeschaltet. Aber Liebe geht raus. Lasst ein Like, ein Abo da. Ich hoffe, wir hattet Spaß. Kuss.